die. Get this or die. Get this or die. Hit 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 this or die. Hallo liebe Freunde der Unterhaltungselektronik, hier ist wieder euer Soulskinner mit Soulskinner TV und wieder mit einer Runde FIFA Ultimate Team. Das habe ich schon lange nicht mehr gezockt. Der Grund ist ganz einfach, ich habe Schiss. Ich habe Schiss, damit ich wieder hier versage und da habe ich keinen Bock drauf. Aber egal, meine Arbeitskollegen haben mich dazu gedrängt und gesagt, hey Soul, mach mal wieder hier ein Let's Play. Und da habe ich gesagt, gut, okay, dann machen wir das heute mal, auch wenn wir hier auf den Koffer kriegen. Darauf warten die doch eigentlich bloß. Die wollen mich nur dann irgendwie, die wollen sich ergötzen und in meinen Misserfolg suhlen. Das, so sieht es nämlich aus. So, ich habe auch, ihr seht hier in meiner Mannschaft einen neuen Spieler, der Schweini, er hat es endlich zu mir geschafft. Ich sag's euch, das war eine Odyssee, der war bei EA beim Tauschen ist er verschwunden, auf den hier im Surfer, Akte X-Style war er auf einmal weg. Jetzt ist er wieder da, nachdem ich mich tausendmal mit den Handlampen von EA unterhalten habe und angerufen habe und so. Und jetzt ist er auf jeden Fall da und mal schauen, was er bringt. Ich bin sehr gespannt. So, ein Arbeitskollege und auch Klangkollege von mir hatten die Idee und gesagt, hey Soul, mach mal hier so ein bisschen, ne, mit Sturm, Gomez, die Fußhupe irgendwie, der war nicht so wirklich, deswegen knipse ich den heute raus. Ich war selber nicht mit ihm zufrieden beim letzten Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Und den tausche ich jetzt mal aus, hat's geheißen, aber nimm doch mal was Schnelleres, was Besseres. Ach, dann hauen wir mal den Podoldi rein. Podoldi. Warum nenne ich ihn Podoldi? Weil Doldi bei uns in der Region sowas heißt wie Lappen. Retardeter Lappen. So Lappen halt einfach. Und deswegen lasse ich den mal rein. Und ich tue aber Großstadt Van der Vaart rein, weil der einfach, glaube ich, besser ist. Ich sehe hier auch, ach, das ist auch wieder scheiße hier. Reus hat plus 91, den haue ich jetzt raus für Müller. Müller ist immer eine gute Alternative und hier haben wir zentraldefensiv. Oh, Schweini, Alter, da gibt der mir einen Schweini mit. Was soll das denn bitte? Fitness 50. Ey, komm, knall mir den. Ach, 85, meine Fitness 55, war ja schon ein bisschen wenig. 85, da knall mir ihm einfach hier einen Fitness-Bolzen drauf. Weil ich mit ihm einfach jetzt spielen will, den will ich jetzt nicht rausknallen schon. So, 93 Lahm, 93 ist auch noch okay. Alaba auch okay. Weidenfeller, mein Problemkind. Ah, ich weiß auch nicht, aber gut. Was? Wie? Falsche Position. Ja, komm, scheiß die Wand an. Roter Fuß, das ist natürlich voll beschissen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal, weil er gesagt hat, hey, komm, mach das und so. Und dann probieren wir das mal aus. Ja. So, wir suchen uns einen Gegner. Party spielen. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich weiß, dass ich hier gleich ultimativ den Koffer voll kriege. Noch eine halbe. Ja, nimm du schwarze, genau. Schauen wir mal, was ich hier für einen Pro-Gamer jetzt abkriege hier. LOL FC. Okay, ein englisches Team. Okay. Ja, ich, jetzt so 4-4-2-System. Machbar. Machbar, oder? Machbar. Er spielt anscheinend auch noch, er ist noch nicht ganz fertig. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, wissen wir alle, wie es läuft. LOL FC. Okay. Er spielt auf Ballsicherheit. Ja, natürlich. Stellt sich mir im Weg. Hier ist einfach der King mit dem Ding. Was ist hier los, Alter? Geht doch hin, ihr Lappen. Naja. Fängt schon gut an hier.
Alter, wie kommt der so frei zum Kopfball? Man weiß es nicht, man kann es bloß raten. Hey, echt. Der Abwehr ist wieder irgendwie, den kann ich beim Paralympics anmelden, wenn es so weitergeht. Ja, das war natürlich auch ein wunderschöner Hackentrick, der überflüssig war. Ja, da merkt man gleich, er ist druckvoll, der ist, schnickt hier rum wie ein Weltmeister. Ach, lutsch mir doch die Eier. Alter, was ist denn hier los? Ich komme gar nicht richtig an den Ball hin. Jetzt doch mal. Und verdiene auch gleich wieder, weil es lappenhaft war. Okay, da ist Schweini mal. Mal gucken. Oh, gleich erste Aktion. Nimmt ihn gleich den Ball weg. Schön. Ja, abwehrtechnisch läuft es bei mir hier nicht so gut als gerade. Er drückt. Er ist ein sehr aggressiver Spieler. Mit seinem 4-4-2-System natürlich auch möglich. Jetzt habe ich mal vielleicht hier ein bisschen mehr Chancen, aber. Ja. Okay. Podoldi? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das ist natürlich die ultimative Chance für ihn. Geh hin, Kollege. Geht wieder nicht. Den nicht hin. Hey, so. Oh, du Kind. Martinez, also doch. Nein, nein, nein. Er hat aber auch immer wieder hier die Chancen, irgendwas zu machen. Und ist deutlich besser im Spiel wie ich. Ist einfach so. Ich habe hier unheimliche Probleme, an den Ball zu kommen. Er spielt sehr geschickt. Der hat es drauf, auf jeden Fall. Ah, wieder zu weit vorgelegt. Was ist denn heute los? Ja. Oh Mann. Es war mir klar, ey. Das ist. Oh Mann. Ich weiß nicht. Da guckt euch das an. Warum geht der nicht hin? Weil er einfach retarded ist. Weil er einfach ein Durst. Sag ja, melde den bei den Paralympics an und gut ist er. Hey. Läuft alles gegen mich. Gibt heute eine Mega-Klatsche. Was? Da geh doch hin, hey. Ey, Alter, wie er sich bewegt, hey. Geh nicht hin. Ach, bist doch ein Depp. Da guck, wie er rumstolpert, hey. Ich bin überhaupt gar nicht zufrieden im Moment. Thomas Müller. Läuft überhaupt nicht. Oh, okay. Ja, Martinez ist. Oh, Fallrückzieher mitten im Mann, das hat er können. Hey. Und gleich eine gefährliche Situation. Schön gemacht. Er geht. Passt doch den Ball. Spaß. Lahm ist immer schön. Komm schon. Zu tief. Mitten rein in die Abwehr. Ja, nach. Hat er drückt nicht mehr so arg. Ach Mann, warum ist denn da immer einer von denen her? Es ist. Ah. Ja, ist was. Naja. Ja. Machen wir am besten so, ne? Ja, der war ja 50 Kilometer im Abseits. Das war ja. Das ist so ein Tag, da läuft einfach nichts. Das ist. Das merkt man. Man merkt sofort, klappt was, klappt nichts. Ach komm, eine Ecke holen wir uns. Na, oh, nicht mal das. Da war auch wieder keiner da. Na, oh, Touré, Alter, wie er spielt.
Er hat die Action. Und da knallte ihn aus 90 Metern im Winkel rein. Ja, was willst du da machen? Das ist so ein Spiel, wo einfach nichts funktioniert. Wo im Prinzip schon verloren ist. Da er läuft, keiner geht hin und knallt schon das zweite Mal rein. Das ist, jetzt gibt es Einlauf-Action. Jetzt wird die Rosette poliert von mir. Ich komme auch nicht hier irgendwie... Ach, Mann, ey. Here is Lampa. Here is Martins. Clever play. Oh, subtle little bit of skill. We love to talk about the passing game, the beautiful game, and that was a great example of it. Oh, Mann. Ja, ihr merkt schon, ich konzentriere mich ein bisschen hier, dass es nicht 4:0 oder 5:0 ausgeht, weil die Vermutung habe ich nämlich schwer. Etta, lauf doch mal. Aber der ist, er hat halt einfach 50.000 schwarze Bolts drin, hä? Die so derbe schnell rennen. Hä? Abwehrhühnerhaufen, hä? Was ist denn heute los? Ja. Alaba auch schlechter als sonst. Oh, fuck. Jetzt kommt mal eine schöne Attacke hier. Ja, der war endlich mal schön hier. Ach komm! Hey, ich weiß nicht, Reaktionszeit von Pat 50 Jahre. Es reicht gar nicht. 5000 Jahre. Ach, lutsch mir doch die Eier, das ist doch nicht wahr. Komm, mach halt dann mal was. Geh halt mal hin an den Scheißball, Mann. Nein, ich werde heute nicht ganz so cholerisch. Ja, seht ihr, 58% Ballbesitz. Ein Schuss aufs Tor, hey. Ich bin dem Typen so derbe unterlegen, hey. Und es liegt nicht an meinem System oder sonst was, sondern, ja, da guckt euch das an, hey, der spitzelt den Ball einfach weg und gut ist der Käse und... Geh halt hin, Mann, was stehst du denn rum wie so ein Stück Fleischwurst, hey? Ach ja, der war schon besser hier. Ach komm, was hast denn du für einen Fuß, Podolski? Was bist denn du für ein Mensch, ey? Guck dir dein Brain an, Mann. Ah. Ja, ja, natürlich, voll in Lauf von dem Typen her. Dann merkst du wieder, dass meine Jungs einfach ein Skill von einem Biber haben. Ja, Podolski, der ist einfach auf der Position, ich weiß nicht, er hat einen roten Schlappen, es ist einfach scheiße. Jetzt muss ich mal rutschen. Götze ist immer, ist einfach geil auf der Pussy her. Das ist nicht wahr. Wer ist das? Wer war das? Wer war, welcher Körper, Gustav war das, hey? Alter. Raus. Raus mit dem. Raus. Raus mit Podolski. Ey, er geht gar nicht, der Lappen, ey. Das ist ein so ein... Nee. Auswechseln, nur auswechseln mit dem, raus mit Poldi, hä? Der Schuss, was war das, hä? Oh, Mann. Eigentlich wollte ich mich nicht aufregen. Aber irgendwie haut das jetzt so nicht ganz hin, hä? Ja, komm, was ist mit dir? Was machst du denn? Baust du eine neue Mannschaft, ein neues Ultimate-Team zusammen, oder was? Lappengesicht. Jetzt gibt's eine gelbe, ja.
Ja, weg mit dir. Geh raus. Geh, geh, geh. Geh auf Karneval. Depp. Brauchst nicht labern. Hau ab. Ja, Mandzukic ist schon, hoffe ich doch, ein bisschen die bessere Wahl. Ach, ich kann doch keinen Freistoß schießen, Leute. Das konnte ich doch nur nie. Ey. Was ist denn jetzt schon wieder los? Gibt's die nicht, die gelbe? Alter, das haben wir gelbe Karten wie weiß nicht, wie Panini. Es kann klappen, kann klappen. Vorlage, Vorlage, Vorlage. Schön, Vorlage. Ey! Jetzt, ey, Elfer. Ey, hätte ich jetzt auch gesagt. Was? Wie bitte? Du willst mich wohl verscheißern, Mann. Du Hautlappen. Ach. Wieder hat er sein Quanten dazwischen. Es ist. Ja, ich komme wieder gut zurück, aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen zu late. Jetzt läuft er mich ab. Es ist zu spät. Ja, geh halt hin. Warum reg ich mich eigentlich auf? Das Spiel ist eh schon auf. Ja, der war schon. Ja, ist nicht abseits. Du. Ach, das ist doch echt nicht wahr, hey. Kannst du eigentlich irgendetwas, hey? Ach, wieder kommt ein Schlappen dazwischen. Ach, Verzweiflung macht sich langsam breit. Ja, natürlich, er kommt einmal jetzt durch und da scheppert schon wieder, weil er wieder so einen super mega Typen drin hat. Ach, komm, ey. Komm weg mit dem Ding, hey. Ja, toll, jetzt ist wieder jeder da natürlich. Ey, Alter, was fault der denn rum, ey? Es bringt ihm doch gar nichts. Er ist doch in Führung und fault er wie so ein. Ey, good skill. Englischer Kommentator, geh mal auf den Sack. Komm, Innenverteidigung. Gott sei Dank. Aber guckt euch an, wie meine Leute im Strafraum rumstolpern. Es ist. Ja. Es ist dann aber, hey, Alter. Ja, der war schön. Ah ja, der war scheiße. Der war wieder schön. Schweini, komm, zeig, was drauf hast, Mann. Das ist doch. Es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Es ist heute einfach nicht mein Tag. Definitiv nicht. Ich bin gut zurückgekommen. Jetzt bin ich gerade auch zufrieden mit mir. Ja, natürlich war ich noch dran. Ganz klar. Im Moment aber Chancenverwertung, ey Leute, das ist bitter, bitter. Ah, was läuft denn? Komm du, Gichti. Ach, geh ja. Oh, der war schön. Komm, wer war das? Manchu. Ach, jetzt geht ins Aus. Zu weit vorgelegt. Schade, hätte auch funktionieren können irgendwie. Aber hat es natürlich nicht. Ja, es ist ein gelaufenes Spiel. Schade eigentlich. Ich, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit bin ich wirklich gut zurückgekommen. Bin ich auch zufrieden mit mir. Chancenauswertung ist eben nicht unbedingt meine Stärke und passen anscheinend auch nicht wirklich. Ja, er kommt wieder zum freien Schuss und der macht halt jeden Ball rein. Der knipst mich halt weg. Er macht mich voll weg, der Typ. Echt. Ja. Natürlich ist der Sieg ganz verdient. Sagt auch keiner was. Aber jetzt ist es einfach bitter. Er macht die Schüsse rein und der schießt einmal aufs Tor. Ihr habt es gesehen jetzt. Das ist einfach so typisch FIFA, ich weiß auch nicht. Es soll nicht sein. Da, was macht denn mein
Was machen denn meine Leute hier? Er ist im Abwehrverhalten besser wie ich. Er ist im Sturmverhalten besser wie ich. Er klebt am Ball. Er ist einfach. Er hat einfach zu viel Skill. Muss man einfach so sehen, wie es ist. Respekt an den Typen. Der hat es einfach drauf. Obwohl ich ihn wirklich in der zweiten Halbzeit auch. Ich schaff's nicht mal, einen Pass durchzukriegen noch. Der ist immer einen Tick schneller wie ich am Ball. Immer einfach ein Stückchen besser wie ich. Und das ist frustrierend, aber ich nehme es einfach hin und auch an, die Niederlage. Oh, der war schön. Ja, warum spiele ich nicht öfters mit Ronwell? Weil ich es nicht kann. Ja, da guck. Mit solchen Schüsschen ist natürlich. Kannst du natürlich nicht mal nicht. Ja, da war es rum. 3:0. Ja. Emi Nike. Hab mich hier fast allein zerlegt. Der müsste eine 9 haben oder so. Ja, da guckst du nicht, Hummels. Da brauchst du nicht so dumm gucken, hä. Wenn ihr da hinten so scheiße behindert steht, hä. Bitte? Bitte, bitte. Ja. Das Debüt vom Schweinsteiger natürlich wieder total verkackt. Weidenfeller, beste Spiele. Allein das sagt schon alles aus. Was ist mit ihm? Ja, Martin Eminike, das sind zwei, weiß ich, Walcott. Ja, ich hatte einfach keine Chance. Und da liegt mein Problem einfach. Ihr seht es jetzt, ihr seht es jetzt wirklich selbst. Ich habe keinen Skill. Aber es würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhin da Tipps gebt. Und vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp, wie ich irgendwie da nochmal was reißen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt verzweifelt. Zu Recht verloren. Was willst du da noch sagen? Natürlich, da kann sich jetzt hier der Tod lachen drüber. Aber ich kann einfach FIFA nicht. Es ist einfach Tatsache. Ich weiß nicht, egal. Podolski war bei mir Totalausfall. Der war riesengroßer Fail. Der kann nichts. Der Typ kann einfach nichts. Und deshalb fliegt er auch wieder glatt raus. Also war wirklich nichts. Ganz schwaches Spiel für mich. Ja. Am Ende des Tages muss man immer Resümee ziehen. Und mein Resümee ist: ganz klar, ich brauche Hilfe. Und ich hoffe, da draußen gibt es ein, zwei Leute, die mir irgendwie helfen können. Vielleicht, wie gesagt, schreibt in die Commentaries rein, macht irgendwas, aber helft mir hier. Weil ich bin echt am Verzweifeln. Vielleicht sollte ich es auch einfach aufhören, wenn ihr sagt, ey, da ist gar kein Potenzial da, dann sagt mir das auch. Aber wie gesagt, ich bin echt am Verzweifeln. Ich weiß nicht, was los ist. Also ich will meine Aufstellung hier auch nicht ändern, wenn ich ehrlich bin. Also 4-2-3-1 halte ich für ganz gut. Ich denke, es liegt an mir, an meinem Skill. Aber ja, gebt mir bitte Bescheid. Schreibt es in die Kommentare rein. Hilft mir ein bisschen. Das nächste Spiel kommt bestimmt. Da könnt ihr euch wieder totlachen, wie ich mich hier blamier. Aber ich mache das gern für euch. Und deshalb ist es auch in Ordnung. Ja. Hier seht ihr meine traurige Bilanz. Ich krieg wirklich nur den Koffer voll. Es ist wie trockener Analverkehr, irgendwie Anlauf, Klatsch rein damit, bis die Puperze glüht. Also ich hoffe, helft mir Leute, gebt mir Tipps, whatever, aber ja, Meisterschaft, du bist doch, Alter, da bringt er mal jetzt hier meine Meisterschaft, 8000 Münzen, weißt du, wie weit ich von der Scheiße entfernt bin, hä? Ist egal. Also Leute, haut rein. Macht es gut. Machet es gut. Und ja, Commentaries reinschreiben bitte. Schreibt mir Kommentare und helft mir da, dass ich aus der Scheiße wieder rauskomme. Ich danke euch. Haut rein. Bis bald.
euer Soul Skinner. Macht's gut, tschüss. Hey, Motherfucker, hey, Motherfucker, hey.